glaube, ich muss ein Panzer dagegen haben, damit es da hoch geht und ich dann da hier weiterkomme. Uhuhuhu. Ah, ne, könnt ihr vergessen. Nein, 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 ich habe geladen. Wieso habe ich geladen anstatt gespeichert? So. Haha. Den Sprung hat Manu gehasst, da habe ich ihn so ausgelacht, dass er da anderen verkackt hat. Aber egal, ich muss mich zusammenreißen mit dem, was ich sage, weil Manu es sehen wird, weil er Super Mario Hex liebt. Deswegen auch, wenn man einen anderen Let's Player guckt, anstatt mich. Ich hoffe mal, ich brauche diese komische Frucht nicht mehr. Aber ich weiß, wie man trotzdem trotz der Frucht hochklettern kann. Nein, ich brauche sie nicht mehr. Level ist geschafft. Wuhu! Okay. Habe ich euch zu viel versprochen, dass die Level etwas länger sind? Naja, im Gegensatz zu dem, was wir da gebaut haben, habe ich mich jetzt wahrscheinlich etwas besser angestellt, aber ich kannte die Level ja auch schon. Okay, jetzt Zucchini-Dorf. Zucchini-Tal. Was auch immer. Zucchini-Village. Ach nee, Valley war ja Tal. Village heißt nur Dorf. Okay, Zucchini-Dorf. Alles klar, ich muss da hoch. Jo, Leute, macht mal Platz hier für mich. Wupp. Wupp, 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 wupp. Okay, jetzt gucken. Was kann ich damit machen? Das Level ist fies, das Level ist fies. Welcome, hier, Zucchini Village. Zucchini Village, welcome. Ihr seht, schön, ne? Wie schön das doch ist, wie schön das doch ist. Wie schön das doch ist. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen meine Kenntnisse ausnutzen. Für das Level habe ich, glaube ich, circa 20 Minuten gebraucht. Wenn nicht noch länger. Manu kann mich ruhig korrigieren. Ich weiß es nicht mehr so genau, wie lange ich gebraucht habe. Ich glaube, dass das auch nötig war. Oder? Poor Yoshi, all locked up and lonely. Armer Yoshi, eingesperrt und einsam. Perhaps I can turn off the force field somehow. Vielleicht kann ich irgendwie das Schutzschild deaktivieren. Das, okay. Und dafür sind die anderen, alle anderen Häuser da, damit ich das machen kann. Okay, die Treppen erinnern mich ein bisschen an Castlevania. Wenn ich Yoshi habe, kurz danach ist auch das Level schon zu Ende. Ihr werdet sehen. Okay, dann fange ich mal ganz links an. Ganz links, rechts vom Willkommensschild mit dem Haus. Okay, das wäre dieses hier. Super Mario World Overworld Musik. Tag 5. Das ist ein schöner kleiner Platz. Es scheint verlassen. So I get to take free stuff. So, deswegen kann ich gratis Sachen bekommen. Unless I grow a conscience or something. Bis ich ein oder irgendwas bekomme. Conscience, irgendwas Wissenschaftliches. Wie gesagt, ihr wisst jetzt, wieso ich es nicht übersetzt hatte. Ich verstehe es. Also, ich verstehe den ganzen Inhalt und so von den Dingen. Aber ich kann es eben auf Deutsch nicht so gut ausdrücken.
Ich denke mal, ihr habt jetzt auch schon verstanden, denn worum es da geht. Okay. Save Point und Münze. Und Münze, 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 Münze. Was soll ich mit den ganzen Münzen? Und hier noch eine. Oh. Das ist wohl so ein Ding, was nicht um Zeit geht, sondern um Anzahl Münzen. Wow. Und ab ins Dritte Haus. Sau. Und hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Muhahaha. Nee, da muss ich nicht hin, wie ich sehe gerade. Ich muss hier hoch. Ah. Komm, 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 komm. Hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Aber das Ding war, glaube ich, um Zeit, auf Zeit. Und jetzt brauche ich genau die richtige Höhe. Die perfekte Höhe. Das war zu hoch. Perfekt. Und jetzt hier. Pam. 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 Uahaha. Okay. Ich habe den Switch. Jetzt kann ich. Oh mein Gott. Wenn ich das so sehe, ist das schon ein bisschen peinlich, wie lange wir gebraucht haben dafür. Im Gegensatz zu dem, was ich jetzt verbrauche an Zeit. Ah. Schon wieder nicht gesaved. Ich will mir jetzt nicht sagen, Manu ist ein schlechter Player oder so, weil ich habe ja genauso verkackt wie er. Also von der Zeit her. Beziehungsweise rauszufinden, wo das hier alles ist. Hm. Beziehungsweise wie das alles funktioniert. Okay. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Zack, zack. 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 Bam. Und ich habe Yoshi. Ich bin im Besitz von einem Yoshi. Zack, zack, zack. Aber das Level, was danach kommt, ich glaube, das kommt jetzt direkt danach. Das ist ein Raumschiff. Das braucht schon etwas länger, schon etwas mehr Zeit. Und zwar braucht ihr den Yoshi dafür, damit ich dieses Sprungbrett hier benutzen kann. Beziehungsweise hier rüberholen kann, weil hier eine Mauer ist. Und sonst hätte ich das Sprungbrett nicht bekommen. Oh mein Gott, da oben. Stimmt ja, da war ja noch irgendwas extra Specialiges. Wuhu! Da-da-da-da-da. Ja. Eine wunderschöne Sonnenblume. Nein. Hab ich die jetzt eigentlich geholt und danach gesaved? Nö. Aber egal. Brauche ich nicht. Auch wenn die noch so wunderschön ist. Ich mach das am besten mal ohne, weg damit. So, geht doch. Und ja, das war's. Ha. Ja. Bitte reingefallen. Da war dann schon das Ziel. Und ja. Da war noch irgendwann mit Blumen. Pistazio Passage. Ah, okay. Stimmt, ja, da war noch was. Und zwar Pistazien Passage. Lecker, Pistazien. Aber ich sag euch was, Leute. Safe, 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 safe. Ich setze hier ein Safe State. Und wie ihr mich kennt, mache ich Safe 7 Load. Aus Sicherheitsgründen. Dennoch, falls ich doch irgendwie das Spiel starten sollte und aus Reflex Safe drücken sollte. Okay. Und ich werde hier erstmal stoppen. Und zwar, weil gleich Big Brother kommt. Deswegen sage ich euch jetzt mal Tschüss und bis gleich.